I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Willkommen auf meinem Kanal. Sorry, dass in den letzten Wochen keine Videos kamen. Ich werde in den nächsten Tagen bzw. Wochen auf jeden Fall wieder Videos produzieren. Versprochen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Los geht's! Ich muss erst mal gucken, wie die Steuerung war. Ich habe das schon lange nicht mehr gezockt, das Spiel. 1,4 Kilometer. Also es steht immer noch 0 zu 0. Ups. Wow, sieht geil aus, die Gegend hier. Hier würde ich gerne mal Urlaub machen. Ohne die Pages natürlich. Wie kann man jetzt eigentlich runterfliegen? Muss man eben die Steuerung mehr angucken. Optionen. Tastatur. Sinken ist C. Was? Einen Weg in den Pumpenraum finden. Ich versuche mal hier zu landen. Im Wald. Perfekte Landung, würde ich sagen. Ach du Scheiß, haben die mich entdeckt? Such mal nochmal die Waffen aus. Boah, ich habe schon alles verlernt. Ich habe schon so lange das Spiel nicht mehr gezockt. Ach, Q war das. Genau. Aber ich habe keinen Sniper. Stirb! Voll explodiert. Ach du Scheiße, die werfen hier mit Granaten auf mich. So, und ich habe auch keine Munition mehr. Ach du Scheiße.
Boah, die Waffe ist jetzt auch nicht unbedingt die stärkste. Okay, nach und nach werden sie jetzt immer weniger. Autsch, immer weniger. Molotow-Cocktails habe ich noch. Die restlichen werde ich so killen. Da ist einer. Na komm. Zack. Und angezündet. Wo ist eigentlich mein Hund? So, ich glaube, hier ist sogar noch einer nur. Also an deiner Stelle will ich abhauen. So. Okay, die Zivilisten kann man nicht plündern. Okay, irgendwas explodiert hier. Aha, wieder eine Mission? Okay. Wir müssen einen Zugang finden. Wir müssen hier die Türen irgendwie aufbekommen. Ich glaube, ich sollte mal dieses eine da nochmal durchlesen. Der Pfad nach Eden steht allen denen offen, die Feld folgen. Aber Moment, ist das nicht dieselbe Geschichte, die ich vorhin vorgelesen hatte? Zack. Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Okay. Ein Weg in den Pumpraum. Wo ist denn der? Hier ist irgendwas. Aha. Komm ich da durch? Ah, okay, man muss nicht tauchen, Gott sei Dank. Archibald, wie kann man das DLC starten? Das habe ich mich heute auch gefragt, ganz ehrlich. Ich habe mich jetzt an dieses DLC noch gar nicht gewagt, weil ich das Hauptspiel ja noch gar nicht durch habe. Aber genau diese Frage habe ich mir auch vorhin gestellt. Ich denke, du musst das... Ja, boah, das ist echt schwer. Ich hätte jetzt gesagt, über Steam, dass man irgendwie über Steam das starten kann. Warte mal, ich guck mir das mal eben an. So. Immer bei Steam rein, zack. Das ist echt eine gute Frage. Archibald. Das ist echt eine gute Frage. So. Ich gehe mal auf meine Spiele. Und dann sehe ich da Far Cry 5. Tatsächlich, ich sehe es nicht. Far Cry 5. Muss man den irgendwie aktivieren? Oder in-game. Also ich bin ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß selber noch nicht. Hast du schon mal versucht zu googeln? Vielleicht
Kriegst du da eine gute Erklärung? Weil ich, wie gesagt, ich wollte erstmal das Haupt, die Hauptstory durchspielen, damit ich dieses, diesen DLC spielen kann. Ich glaube nicht, dass man erst die, also alles durchspielen muss, damit man überhaupt an die DLCs kommt. Oh, und weg ist sie. Ja, ich gucke mal. Jo, mach das. Trotzdem, danke. Ja, kein Problem. Also ich hätte es dir gerne gesagt, aber ich habe heute auch darüber nachgedacht, so, irgendwie musst du doch diesen DLC mal ausprobieren können, aber achso, zerstören. Ups. Oh, ich kann das gar nicht kaputt machen. Oder muss ich das nur mit C4? Moment. Ach, ich habe ja nicht mal C4. Sogar zwei gleichzeitig. Okay. Hast du denn das Hauptspiel schon durch? Archibald? Wenn du noch da sein solltest. Okay, also hier können wir durch. Was ist das? Ach du. Ach du. Scheiße. Hab voll nicht aufgepasst. Hab volle Kanne nicht aufgepasst. Weil ich wollte dieses Plakat da mir angucken, weil das war so, da war so ein Kreis drum. In der Mitte. Konnte man bestimmt irgendwie benutzen. Okay, da. Also hier ist so. Ach so, spielen. Nee. Rocket? Nee, ich will keine Rocket. Okay. Dann machen wir es nochmal hier. Zack, alles plündern. Okay, die greifen mich gleich irgendwo von der Seite an. Ich sehe alles irgendwie so verschwommen. So, dann kann ich ja hier wahrscheinlich auch reinhüpfen und rüberschwimmen. Zack. Komm ich hier hoch? Okay, was ist das jetzt für ein Raum hier bitte? Alles klar. Total falsche Ecke hier ausgesucht. Komisch, jetzt kommen die Leute nicht mehr. Störe die Pumpen. Okay, hier ist immer noch abgeschlossen. Okay, dann, ja, dann muss ich hier wahrscheinlich runtertauchen. Ja, gibt es hier sowas? Ja. Hier ist ein Weg. Also steht immer noch. Moment. 17. Minute. Da muss ich aber noch was aktualisieren. Moment. Die Seite aktualisiert sich nicht. Ja doch, 34. Minute, steht immer noch 0-0. Falls es jemanden interessiert, so, fortsetzen. Okay.
So, da ist das Ding. Bin ich jetzt von hier gekommen? Nee, hier komme ich nicht durch. Alter, wo muss ich denn hin? Sieht so aus, als könnte ich nur von unten irgendwie da reinkommen. So, der einzige. Ja, okay, wir haben jetzt hier zwei Wege. Ich probiere mal den wieder aus. Voll das Labyrinth hier. Nee, hier war ich vorhin. Du kannst das Wasser stoppen, aber nicht das Bliss. Und weg ist sie. Hä, wo muss ich denn hier hin? Leute. Ist verschlossen. Immer noch. Ah, warte mal, hier ist noch so ein... So eine Suppe. Ich glaube, ich muss von hier aus. Muss nur gucken. Also. Aha. Ja. Jetzt weiß ich. Ups, ich muss hochtauchen. Ich muss von hier aus wahrscheinlich auf dieses Gefäß schießen. Moment, komme ich hier hoch? So. Genau, so wollten wir das. Und nicht anders. Scheiße. Los, beeil dich. Scheiße. Wow, das war knapp. Das war knapp. Fast gestorben. Ach du Scheiße. Das war jetzt auch wirklich auf den letzten Millimeter. Okay, hier muss ich auch irgendwas zerstören. Okay, wir haben hier ein Gefäß. Fertig. Okay. Aber die Soldaten kommen irgendwie nicht. Die Mission war ja eigentlich voll chillig. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal, wenn du mich bereits abonniert hast. Vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, sonst könntest du Videos von mir verpassen. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!